ich mal an mit Silber. Und das ist wirklich eine Sensation, muss man sagen. Zum ersten Mal ist Ruanda überhaupt vertreten im Wettbewerb. Zum ersten Mal lief ein Kurzfilm aus Ruanda hier bei uns. Ein Film mit dem Titel Imfura, also das ist der silberne Bär, für Samuel Ishimbe. Hi, welcome. Congratulations. Great. Thank you very much. Dann, das ist kein Metallpreis, wie Sie alle sehen können, das ist aus Glas. Kann man jetzt sagen, ja, ist jetzt nicht Metall, ist kein Bär, aber das ist der Preis, der mit 20.000 Euro verbunden ist. Ihr habt die Ehre, sie hat das Geld für ihren nächsten Film. Was auch großartig ist, nämlich der Audi Short Film Award für den Film Solar Walk von Reka Bushi. Hi, welcome. Hi, thank you. You're from Hungary. I'm from Hungary. Yeah, Hungary, good. Und dann haben wir, from Hungary, und dann haben wir, meine Damen und Herren, den Goldenen Bären, also der beste Kurzfilm in diesem Jahr. Der Preis geht nach Israel, ja sowieso immer sehr erfolgreich, wenn es um Filme geht hier bei der Berlinale. The Man Behind the Wall von Ines Moldavsky. Shalom and congratulations. Hi, shalom, thank you very much, thank you so much. So, first of all, really, I would like to know, was it a surprise? Your movie is so special, it's such an experimental, crazy idea, I have to say. So, yeah. Was it a surprise for you to get that award? Yes, definitely. I never thought I will get a Golden Bear for making sex phones with people from across the fucking separation wall. This is so crazy. My life is so fucking crazy. I don't know whether to cry or to laugh. I don't know what's happening. Also sie sagt, sie hätte niemals gedacht, dass sie diesen Preis bekommt für so einen verrückten Film, wo es ja darum geht, dass sie Telefonsex macht, und zwar sehr deutlichen Telefonsex. Also da wird nichts ausgelassen mit Leuten, die in den besetzten Gebieten leben, also Gaza, Westbank. Sie hat so ein Tinder-Experiment gemacht. Also sie heißt, sie geht in Kontakt mit Leuten, die auch nicht reisen können. Du kannst sie niemals treffen. You can never meet these people. It's almost impossible. They live in the territories. And you have really very heavy telephone sex. So what a kind of idea is that, the Tinder? I thought for a moment you are promising things that you can never really do with these people. No, no, I can do a lot of things, trust me. I've done some crazy stuff in my life, and the whole idea, the Tinder thing. Yeah, basically the idea was one day I woke up in the morning with the question of what will happen if I search for Tinder matches whenever I'm located in the area close to the separation wall. Because, you know, Tinder is a location-based dating app which totally ignores any national borders, physical borders, and just shows you the matches close to you. And this idea of the internet as a meta-national space and the post-internet era, and it seems like internet is trying to say to us, come on, guys, nationalities are ideas of the old world. Let's move on to the new world and party. Yeah, thank you so much for explaining the message of your movie in such a great way. Also sie sagt immer, Tinder ist eine internationale Angelegenheit. Das ist merkwürdig. Sie hat immer versucht, in Kontakt zu kommen, eben mit Menschen in den besetzten Gebieten, mit Männern natürlich in dem Fall, und hat immer versucht, mit denen dann also auch in Kontakt zu treten, was eben schwierig ist. Sie hat eine Menge Dinge getan. Ich soll jetzt nicht denken, dass vieles nicht stattfindet, was ich schon dachte. Und dass natürlich Tinder als eine so internationale Organisation ja eigentlich Grenzen über überwindet. Also insofern ist der Film genau die Botschaft, also überwindet Grenzen eben auch auf diesem Weg und hat Party. And you will have a great party tonight, I'm sure, because of that wonderful bear. Imfura ist eben ein Film aus Ruanda, den du gemacht hast und der, das ist ein Spielfilm, sehr erschütternd ist, weil du erzählst erstmal eine ganz kleine Geschichte. Am Anfang dachte ich auch, es wird nichts zu tun haben mit dem Völkermord. Das fängt erstmal an wie so eine Familiengeschichte. And I have to say, it was very impressive to see your movie. And in the beginning I thought, it's just a family story. Family reunion in that village. And then after, I think, 10 or 15 minutes, the whole thing turns around. So was it your idea maybe to shock us even a bit? Because in the beginning I thought the genocide is not the topic of this movie. Yeah, I mean, the genocide is not even the main topic. The topic is just how people are living today. It's more about today and how people reconnect with the history and how, but also the everyday routine, the everyday routine, what's happening in life on every routine. Like, just was from that personal story, but also having a portrait of the people. That was what was the most important thing, yeah.
Also den Völkermord hat er gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt, dieses Film, sondern er wollte erst mal zeigen, wie leben die Leute heute in Ruanda. Das ist das ganz normale tägliche Leben. Also diese Geschichte eines Dorfes übrigens, da kommt ein junger Mann hin, der da seine Tante besucht. Seine Mutter ist ermordet worden in dieser Zeit. Um das kurze, I'm just telling the story, wäre schon. Und es ist, man denkt, das Haus soll da verkauft, sind Ruinen. Man bekommt aber sehr schnell mit, dass eben der Völkermord da schon eine Rolle spielt. Aber für ihn war es wichtig, die Menschen zu zeigen, wie die heute leben, eben nach dieser Zeit. And I was impressed by the actors as well. Are they real actors or are they people maybe from that village? So, what kind of people are there in the movie? Most of the people, they are only two actors, but the main character is not an actor. He's my cousin. Just for him, but the rest of the, that's very Africa. But most of the people are from the village. We just met there, and I asked them to act. It was very spontaneous on the spot, so it was not not rehearsals or memorizing texts. It was just spontaneous on the spot. Yeah. Say hello to your cousin. He's a great actor, great talent. Also in diesem Film sagt er, sind das nur zwei Schauspieler. Der Hauptdarsteller zum Beispiel ist sein Cousin, der einfach da war und der hat alle Leute da angesprochen. So geht das in Afrika und die haben wirklich spontan zum Teil mitgemacht. Das war gar nicht immer abgesprochen, was jetzt direkt passieren wird. Die Leute haben auch improvisiert und so entsteht eben ein Panorama dieses dörflichen Lebens nach diesem schrecklichen Völkermord, der als Grundierung immer da ist. Aber es geht eben, wie du ja gerade gesagt hast, auch um das ganz normale Leben in Imfura, der silberne Bär. Geht zum ersten Mal nach Ruanda. First time to Rwanda is a really great thing. Okay. Und wir haben mit Solar Walk auch einen Animationsfilm. Also sehr schön, dass wir auch eine ganze Bandbreite haben von Kurzfilmen. Nicht? Wir haben also einen, wenn man so will, Dokumentarfilm, wir haben einen Spielfilm und wir haben Animation und zwar sehr spacey. Vielleicht kannst du mal erklären, kann man, die Geschichte kann man nicht erzählen, aber man kann vielleicht sagen, was so die Stimmung ist. Manchmal muss ich an Kubrick denken. Manche Assoziationen hatte man so wie ein einziger großer Trip durchs All. Can I answer in English? Sure, yeah. Because we were born in Germany, I forgot that you went out there. So I just said it's like a trip, and it reminded me a little bit of Kubrick in a way, because it's like a now meditation. There's crazy things happen in space. Yeah, it is really like a trip through the galaxy, and it's a very surreal trip. How can it not be surreal to go through the galaxy, of course, but it's a lot about like creation and creating things, and it's like a little bit of a creation story. Mm-hmm. And then there is, I wanted to portray care and kindness and like how, you know, like the galaxy and the universe is a scary big place where you can't even really imagine it, and then you try to capture it in a way, and then if you are like having someone or like care about someone and you're kind and you like support each other, then you can like travel the galaxy or whatever. But like it is really about that sort of feeling of playing around, and my goal really was to get the viewer out of their skin for the time you are watching it. You go through like a trip. It perfectly worked. I felt comfortable in this kind of galaxy, I have to say that. Also sie hat eine wahnsinnige Fantasie in diesem Film entwickelt. Es ist so ein Trip tatsächlich. Sie wollte einfach dieses Universum beleben. Sie wollte ihm eine fantasievolle Welt geben. Es ist etwas Unheimliches, was Monströses, die Unendlichkeit. Aber sie hat in diesem Film es eben bevölkert mit einer Schöpfungsgeschichte. Es ist im gewissen Sinne eine Schöpfungsgeschichte, die wir da sehen. Da entsteht eine ganz neue, eine ganz andere Welt. Und da können wir uns dann eben auch sehr, sehr wohlfühlen. Das war eben auch ihr Wunsch. Wir sollten aus unserer Haut gerissen werden, sozusagen von den Socken sein bei diesem Film. Und das ist auch so. Und deshalb ist dieser Film auch sehr zu Recht ausgezeichnet worden. Ich gratuliere nochmal ganz herzlich. Congratulations again. Reka Bushi hat den Preis bekommen von Audi. Audi Short Film Award und wird ihren nächsten Film gut finanzieren können. Solar Walk, The Man Behind the Ball. Gold geht nach Israel. Ines Moldavski und Imfura. Zum ersten Mal geht der Preis nach Ruanda. Samuel Ishimwe hat diesen Film gemacht. Thank you so much and have a great night. Thank you.